Yo, was geht ab, Leute? Und zwar hat Luca ein neues Video online gestellt. Ich bestelle das günstigste Produkt bei Gucci, okay? Und das Ganze beruht darauf, dass er ja mal ein Video gemacht hatte, wo er sich das teuerste Produkt von Louis Vuitton bestellen wollte. Das Ganze hat er bis jetzt noch nicht gemacht gehabt und daraufhin macht er dieses Video. Ich bestelle das günstigste Produkt bei Gucci. Also ihr müsst euch das mal geben. Wir schauen das Ganze uns jetzt einfach mal an. Hallo, mein Name ist Luca und meine lieben Freunde, ich habe vor ein Das Ganze beginnt natürlich mit seinem Intro, da quatscht er jetzt 2 Minuten. einigen Monaten ein Video auf meinem Kanal hochgeladen, namens Ich bestelle das teuerste Produkt von Louis Vuitton. Hier ein Was er auf jeden Fall noch nicht bestellt hat. kurzer Ausschnitt, um euch das Video kurz zusammenzufassen. Stand jetzt. Gut, es ist ja auf jeden Fall sowieso klar, wenn er sich das bestellt hätte. Ich meine, es waren, glaube ich, 5.000 €. Der hätte es, ja, bestellt, ein Video drüber gemacht und wieder zurückgeschickt. Sowieso logisch. Finde ich jedes Produkt hart hässlich. In dem Video war ich auf der Website von Louis Vuitton unterwegs, habe alle möglichen Kategorien durchgeschaut, mir alle Produkte angesehen und schlussendlich drei Produkte ausgewählt, von denen ihr eines bestimmen durftet, das ich mir dann bestellen soll. Quilted Leather Down Blouson, wattierter Leder Blouson und Reversible Leather Aviator Jacket. Von den drei Produkten hat dann mit gehörigem Abstand die Reversible Leather Aviator Jacket gewonnen. Ich habe dann auf jeden Fall 2, 3 Tage nach dem Upload des Videos nochmal in die Umfrage reingeschaut, habe dann halt gesehen, dass der Aviator Jacket vorne ist und bin dementsprechend auf die Louis Vuitton Webseite gegangen, um dort das hier lesen zu müssen. Dieses Produkt können Sie ausschließlich telefonisch bestellen oder in einem Louis Vuitton-Geschäft erwerben. Da dachte ich mir dann halt erstmal, hey, die ist ausverkauft und das dauert, bis die wieder auf Lager ist. 2, 3 Monate später bin ich dann wieder auf die Louis Vuitton-Webseite gegangen, die dann auch ein komplett neues Design irgendwie hatte. Und ihr seht es hier schon eingeblendet, meine Damen und Herren, auf der Website stand auch dann immer noch, dieses Produkt können Sie ausschließlich telefonisch bestellen oder in einem Louis Vuitton-Geschäft erwerben. Ich habe mir dann gedacht, hey, bevor ich da anrufe, schaue ich doch erstmal, ob im Louis Vuitton Store hier in Köln diese Jacke verfügbar ist. Und nein, ja, natürlich ist sie dort auch nicht verfügbar gewesen. Ich dann also dementsprechend gegoogelt, Louis Vuitton Kundenservice, da kam auch diese Nummer hier und die habe ich dann angerufen. Und ihr seht auch schon hier, dass ich tatsächlich mit dieser Nummer nur 4 Minuten telefoniert habe, aber es waren die krassesten 4 Minuten Kundenservice-Erfahrung, die ich je gemacht habe. Diese Tante, Alter, das war so richtig, wie man sich so eine Louis Vuitton Store Verkäuferin vorstellt. Also versteht mich bitte nicht falsch, sie war unfassbar freundlich und unfassbar kompetent auch. Die wusste über alles Mögliche Bescheid. Ich hatte nur mal. Hey, wie schräg das voll auf, wie der immer hinzoomt. Der zoomt ja fast in seine Fresse rein, also unglaublich. Da sollen wir ein bisschen weiter weg zoomen. Eine Erfahrung in einem Louis Vuitton Store in Berlin. Hatte ich eine Jogginghose an, wollte mich da einfach nur umschauen und wurde so halb aus dem Laden rausgeekelt, weil die meinten, ey, was ist denn das für ein Style, Digga? Also das Personal, das in solchen hochpreisigen Luxuskleidungsunternehmen, Stores etc. arbeitet, die sind oft sehr aufs Äußerliche bedacht. Ihr wisst was. Ja, das ist aber überall so. Ich meine, wenn du in ein Autohaus reinläufst mit einer Jogginghose, erwarten die auch nicht viel von dir, auch wenn du dir das Auto sogar bar kaufen könntest. Das ist überall so. Egal ob in einem Gucci-Shop, Louis Vuitton-Shop oder in einem Autohaus. Wenn du da mit einer Jogginghose reinläufst, ist halt das erste Erscheinungsbild so. Was ich meine. Der erste Eindruck. Ich habe wirklich noch nie eine Verkäuferin so böse angeguckt wie die Dame in dem Louis Vuitton Store in Berlin vor 3 Jahren. Deswegen. Ja gut, auf jeden Fall quatscht er jetzt noch die nächsten 2 Minuten oder so darüber, dass es selbst in einem Shop nicht zu erwerben war. Ja gut, gehen wir mal jetzt auf 4 Minuten 30. Titel eingeblendet. Es geht heute nicht nur darum, dass ich euch erzähle, dass ich das nicht gemacht habe mit der Louis Vuitton Jacke, sondern ich, meine Damen und Herren, bestelle heute das günstigste Produkt bei Gucci und verlose es an euch. Wow. Vom teuersten Produkt von Louis Vuitton auf das günstigste Produkt von Gucci. Also es ergibt schon mal überhaupt gar keinen Sinn. Finde ich schon mal irgendwie, ja, ein bisschen cringe. Ich dachte mir halt, hey, wenn ich euch schon die komplette Story hier erzähle, dann kann ich euch auch zumindest noch irgendwie was verlosen oder irgendwie sowas, so als. Der verdient bestimmt 50.000 oder so im Monat und dann, ja, verlost er, ja, ein 100 € Produkt an seine Community. Sauber. Entschuldigung,
Mehr oder weniger. Von daher schauen wir uns heute mal ein bisschen auf der Website von Gucci hier um. Ich bin hier bei Herrenbekleidung, Herrenschuhe, das wird alles... Ja, jetzt schaut er sich auf jeden Fall eine Weile hier um. Ja, wir gehen mal ein Stück weiter. Also ich glaube, die Kinderseite können wir auch schließen. Hier die T-Shirts können wir auch zumachen. Und ich glaube, es werden dann... Ja, ich glaube, es ist... Super. Also es werden Gucci-Socken für 90 Euro. Das ist also seine Community wert. Sehr stabil. Werden dann halt wirklich diese Gucci-Socken. Ich glaube, die... Also vom teuersten Produkt von Louis Vuitton auf 90 Euro Gucci-Socken. Geil. Größe M passt auf jeden Fall den meisten Leuten. Das heißt, ich klicke jetzt einfach mal auf in den Warenkorb legen. Klicken wir mal auf zur Kasse. Wieder. Ja gut, jetzt bestellt er das Ganze. Für Gucci, die Jetzt sind die Socken angekommen. Brauche ich nicht. Wir haben hier auf jeden Fall so ein kleines Paketchen drin. Das kann ich jetzt mal eben hier so schön auspacken. Also man muss schon sagen, das Verpackungsdesign ist schon geil. Bei 90 Euro Socken kann man das, glaube ich, auch erwarten. Also probieren wir die Socken jetzt mal an. Es ist die kleinere Größe. Ich habe eigentlich schon Größe 44,5, 45 so um den Dreh. Ich habe jetzt aber M bestellt und ey, man muss sagen, also ich muss wirklich sagen, die sind hardcore bequem. Nee Leute, ich habe es ja gesagt, ich bestelle das günstigste Produkt bei Gucci und ich verlose es auch an euch. Von daher werde ich diese Socken hier jetzt mal wieder ausziehen und ja, werde sie natürlich an. Geil. Also der zieht sie mal an. Ich hoffe, der hat auf jeden Fall seine Füße gewaschen. Und verlost sie jetzt an ja, den einen oder anderen Zuschauer von ihm. Geil. Ich verlosen, beziehungsweise an einen von euch. Wenn ich jedem von euch so ein paar schenken würde, wäre ich pleite. Ich packe die Socken hier jetzt auf. Also das ist ihm auf jeden Fall seine Community wert. 90 Euro Socken. Geil. Also wir können festhalten vom teuersten Produkt von Louis Vuitton von 5.000 Euro auf 90 Euro Gucci Socken.